Ich denke mal, können wir anfangen. Voll ist es eh schon. Mal schauen, wie weit wir kommen. Also kurze Warnung vorweg, ich habe den Vortrag etwas schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht so ganz, was ich auf den Folien draufgeschrieben habe letzte Woche. Aber das Große und Ganze habe ich im Kopf. Wird schon irgendwie passen. Wir kommen da ganz mutig voran. Natürlich, Bitcoin ist in letzter Zeit ziemlich oft in den Medien gewesen. Jeder hat irgendwie mal irgendwas von gehört, ist schon klar. Deswegen wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen und was ich dazu alles sagen kann. Übersicht am Anfang, die Technik erstmal dahinter, man muss ja wissen, was das eigentlich ist. Dann, wie wird das eigentlich genutzt? Gefahren gibt es natürlich auch, das hat natürlich jeder, weiß auch jeder, in der Computergrafik, Computertechnik ist natürlich nichts ohne Gefahr. Das ist von vornherein klar. Und wer Fragen hat, kann natürlich jederzeit reinrufen, ist aber nicht ganz so schön. Ich weiß nicht ganz, wie weit wir kommen. Hinterher haben wir genug Zeit. Ich bin auch bis heute Abend 18 Uhr hier, also das wird schon passen. Das ist irgendwie das Problem, was ich mit meinem Laptop habe. Ich versuche hier irgendwie zurechtzukommen und irgendwie komme ich zu oft. So, das Bitcoin-Ökosystem. Ich nenne es Ökosystem, weil Bitcoin ist praktisch nur eine Technik im Hintergrund. Und das, was mit dem Geld bekannt ist, ist nur eins von den ganz vielen Features, die es wirklich gibt. Bitcoin in dem Sinne ist ein offenes, verteiltes und ein mit Hashung gesicherte Peer-to-Peer-Datenbank. Das heißt, es ist offen, die Technik dahinter ist bekannt, die Software ist bekannt, das Source Code ist bekannt, verteilt, weil jeder Client, der mitmacht, ist beteiligt und muss daran teilnehmen. Hashsum ist klar, jeder kennt irgendwelche Hashsum, die irgendwas absichern, verschlüsselt, encrypted und so weiter. Peer-to-Peer-Datenbank, weil jeder Client sich mit mindestens 8 anderen Clients oder mehr Clients verbindet und so die Daten austauscht. Wie schon gesagt, Bitcoin ist ein Synonym für das gesamte System, für die Nutzung des Ganzen und halt eben als Geldsystem. Das Geldsystem, oder Geldwährung, ist in dem Sinne nur eine kleine Nutzung von den ganzen drumherum. Es gibt auch andere Nutzungen, die ich später auch noch vorstellen werde. Wie gesagt, es ist nicht nur exklusiv von Geld genutzt. Jetzt mal sehen. Ich kriege es hin. So, die Datenbank selber ist eine sogenannte Blockchain. Daten werden immer in Blöcken geschrieben und jeder neue Block signiert den vorhergehenden. Also das bedeutet aber auch, jeder Client, der daran teilnimmt, braucht die aktuelle Blockchain. Von dem letzten Block, dem davor und dem davor bis zum aktuellen Block. Und so weit immer wieder ein neuer Block geschrieben wird. Die Daten selber von der Blockchain sind frei und öffentlich lesbar. Theoretisch könnte man die Blockchain irgendwo ins Internet stellen, sich herholen und dann hat man die und kann damit auch weiterarbeiten. Geschrieben wird so ein Block in die Blockchain immer von einem Client, der siegreich war bei einer bestimmten Aktion. Komme ich später noch drauf. Und erst nachdem andere Clients diese Aktion, diesen Sieg der gewissen Aktion verifiziert haben, also gesagt haben, das, was er gemacht hat, ist richtig. Gültig ist so eine Blockchain nur, wenn über die Hälfte der Rechenleistung des gesamten Bitcoin-Netzwerkes, der daran beteiligt ist, diese Blockchain nutzt. Das ist ein sehr wichtiges Argument, denn sobald jemand herkommt und mehr als die Hälfte der Rechenpower hat, kann er bestimmen, welche Blockchain genutzt wird. Für Angreifer ist das sehr interessant. Je nachdem, wie viele Leute daran teilnehmen, wie viel Rechenpower es gibt, kommen wir später noch weiter genauer dazu. Transaktionen, klar, wenn man das als Geld nutzen will, muss man natürlich irgendwelche Transaktionen von hier nach da machen. Transaktionen sind Bewegungen von sogenannten Bitcoins von einem Client zum anderen. Hört sich relativ simpel an, ist auch ein bisschen komplizierter. Die Transaktionen werden in diese Blöcke reingeschrieben. Und jeweils mit dem Schlüssel des Clients signiert, der die Bitcoins abgesendet hat, also diese Transaktion gestartet hat. Der Client, der die Bitcoins empfangen will, der kriegt dann praktisch irgendwann die Blockchain mit dem aktuellen Block und sieht, oh, da wurde irgendwas an mich gesendet, ich gucke mal nach, ob das so stimmt oder nicht. Und wenn stimmt, wird es gut geschrieben. Deswegen auch hat jeder Client die gesamte Toolchain und somit auch die gesamte Liste an Transaktionen des Netzwerks. Was am Anfang sich ganz gut anhört, wenn aber so wie jetzt zur Zeit Bitcoin in aller Munde ist und alle das nutzen, kann man sich relativ schnell ausrechnen, dass das Ganze relativ schnell groß wird. Die Blockchain ist zurzeit um die 8 Gigabyte. Also fürs Handy ist es im Moment, nein, nicht wirklich brauchbar. Und wenn man jetzt vorstellt, dass jeder am Tag so 20 Transaktionen machen möchte, irgendwann weiß man, dass das exponentiell steigt. Das ist nicht wirklich gut. Das ist eines der großen Knackpunkte, die ich daran sehe. Da gibt es Lösungsansätze, aber vielleicht später dazu mehr. Die Transaktionen selber brauchen 6 Verifikationen. Also in dem Sinne 6 neue Blöcke, in denen bestimmt wird oder verifiziert wird, diese Transaktion ist gültig
Und erst dann kann ein Client, der die Transaktion entgegennimmt, also für die Transaktion bestimmt ist, sagen, ja okay, diese Transaktion ist gültig und ich habe diese Bitcoin bei mir gut geschrieben. Da im Moment ein Block ungefähr 10 Minuten, also Bitcoin ist auch angelegt, dass ein Block alle 10 Minuten erstellt wird, steht später in einem anderen Folie auch noch drin, bedeutet 6 Verifikation eine Stunde. Wenn ich also jetzt zum Beispiel Transaktion starte, brauche ich mindestens eine Stunde, bis der Empfänger das Geld sicher, oder die Bitcoins sicher gut geschrieben hat. Es ist also nicht sofort, ich gebe dir jetzt meine Bitcoins, du kannst mir 100 Euro geben, das Thema ist gegessen. Eine Stunde braucht man in dem Sinne sicher, bis es verifiziert ist. Jeder Client hat einen privaten Key, die sogenannte Wallet, Geldbörse genannt, weil Bitcoin wurde als Geld natürlich gestartet. Dieser private Key, diese Wallet, hat unendlich, naja, theoretisch, unendlich viele öffentliche Keys, sodass jeder Sender, das habe ich ein bisschen blöd aufgeschrieben, also wenn ein Client einen privaten Key hat, unendlich viele öffentliche Keys, kann jemand, der Geld empfangen will, der Bitcoins empfangen will, für jeden, der ihm den Bitcoin senden möchte, eine eigene Adresse geben, an die er die Bitcoins senden möchte. Theoretisch, sagen wir mal 100 Leute hier, ich habe 100 Adressen rausgegeben, kann ich jeden einzelnen definieren, Adresse 1, 2, 3, 4 war die Person da hinten, habe ich rausgegeben. So kann man unterscheiden, wer von wem Geld bekommt, ohne irgendwelche Namen und so zu haben. Und das Ganze ein bisschen anonym zu halten, dass halt eben, wenn jemand eine Adresse hat, dass alle anderen nicht wissen, wer das ist, wohin das Geld geht. Transaktionen selber sollten nach Möglichkeit mit Transaktionsgebühren bezahlt werden. Zurzeit ist es enforced, also zwanghaft, dass ich glaube, Bitcoin-Wert unter 2 oder 3 Bitcoins ist zurzeit, muss man 0,0005 Bitcoins Transaktionsgebühr extra zahlen, dass die Transaktion ausgeführt wird. Alles darüber ist im Moment ohne Transaktionsgebühr. Allerdings, wenn man freiwillig Transaktionsgebühren bezahlt, auch bei 10 Bitcoin-Transfers oder so, ist die Chance größer, dass die Transaktion in den aktuellen nächsten Block mit aufgenommen wird. Denn in einem Block können maximal 500 Transaktionen aufgenommen werden. Wenn diese 500 Transaktionen voll sind, wird die Transaktion auf den nächsten Block weitergeschoben. Jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, wenn gerade 200.000 oder 1.000, 2.000 Transaktionen anstehen, werden erstmal die genommen mit den höheren Transaktionsgebühren, dann die, die am längsten warten und so weiter und so fort, sodass man unter Umständen sogar noch 5, 6, 7 Blöcke warten muss, bis überhaupt seine Transaktion gestartet werden kann. Deswegen sind Transaktionsgebühren teilweise hilfreich, kosten aber auch Geld, oder beziehungsweise Bitcoins in der Hinsicht. Jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema, Bitcoins ist gut und schön, wie kriege ich die eigentlich her? Man kann Bitcoins erzeugen, also das Ganze ist in dem Sinne angesetzt, dass man Bitcoins erzeugen kann auf normalen Rechnern, die man kriegen kann. Angesetzt ist das Ganze auch so, dass je mehr Leute daran teilnehmen, die Schwierigkeit zum Erzeugen selber wieder hochgesetzt wird. Das bedeutet natürlich, habe ich später in der Folie stehen, es gibt eine bestimmte Anzahl an Bitcoins. Und man sollte darauf ausrechnen, dass alle 10 Minuten ein Block erstellt wird. Ein Block wird dann erstellt, wenn man vorher eine gewisse Aktion, Zielvorgabe erfolgreich war. Das steht ja auch drin, sehe ich gerade. Also okay, Technik, wie erzeugt man Bitcoins? Die Rechenleistung dahinter bedeutet einfach eine zweifache SHA-256 Hashstundenberechnung von einem Zufallswert mit einer Zielwertvorgabe, wo auch die Transaktionen, die halt mit eingerechnet werden in dem Block, mit eingerechnet werden in einem Merkle-Tree. Keine Ahnung, was das heißt, ich habe mir das nicht genau eingerechnet, ich habe das aus der Folie genommen, übernommen. SHA-256 sollte jeder bekannt wissen. Wenn man das Ganze nochmal macht, dauert es länger. Und deswegen, wer da als erstes das Ergebnis hat, darf den Block schreiben. Der erste Client mit dem erzeugten Ergebnis darf einen neuen Block schreiben, ja, wie bekannt. Und muss natürlich entsprechend warten, bis die anderen Clients das verifizieren. Also kurz nachrechnen, ja, du hast das geschafft oder nein, ich habe tatsächlich einen anders hier, der das schneller war als du. Kommt manchmal vor. Der Client, der den Block schreiben darf, bekommt ja eine Belohnung von 25 Bitcoin zurzeit gut geschrieben und die gesamten Transaktionsgebühren für die Transaktionen, die in diesem Block stehen. Das ist am Anfang recht wenig gewesen. Entschuldigung. Zurzeit ist es nur so, dass je mehr Transaktionen sind, desto mehr Transaktionsgebühren fallen an, sodass man in einem Block unter Umständen schon 30, 40 Bitcoins bekommen kann.
wenn man das errechnet hat. Die Difficulty, die Zielwertvorgabe in der Hinsicht, ist natürlich zurzeit ein kleines Problem, denn, ist klar, wenn alle 10 Minuten ein Block berechnet wird und plötzlich statt zwei Rechner, die daran teilnehmen, sind 200.000 Rechner, die daran teilnehmen, möchte man natürlich auch, dass nicht alle 5 Sekunden neuer Block kommt, deswegen wird natürlich das Ganze etwas schwerer gemacht. Diese Zielwertvorgabe, die Difficulty, bedeutet, dass am Ergebnis der doppelten Charts 250 Hashstundenberechnung eine gewisse Mindestanzahl von Nullen vorne stehen muss. Sagen wir mal zum Beispiel, da vorne müssen mindestens 50 Nullen stehen vor dem Endergebnis. Das ist dann natürlich klar, dass man viele, viele, viele Hashstunden berechnen muss, bis man dieses Ergebnis schafft. Und dementsprechend dauert das denn, also, ja, jetzt habe ich Faden verloren, fangen wir ganz unten an. Die Difficulty berechnet natürlich dafür die Zielwertvorgabe. Diese Difficulty wird alle 2016 Blöcke neu berechnet, und zwar nach dem Motto, dass zu der Zeit, dass die letzten 2016 Blöcke genommen werden, geschaut werden, wie schnell war das Netzwerk und der Durchschnitt gerechnet wird, sodass danach die nächste Zeit ein neuer Block alle 10 Minuten errechnet wird. Klingt sehr kompliziert, im Endeffekt bedeutet es ganz einfach nur, es soll alle 10 Minuten ein neuer Block geschrieben werden, also ein neue Ergebnisse kommen, und je mehr Rechner daran teilnehmen, je mehr Rechner daran rechnen, desto schwieriger und komplizierter wird es, einen Block schreiben zu dürfen. Das ist im Moment so schwierig, dass man zum Beispiel zurzeit mit einem normalen CPU um die 15, 20 Jahre rechnen muss, um die Chance zu haben, einen Block zu erzeugen. Also das ist im Moment mit der CPU absolut unsinnig geworden. Vor 3 Jahren ungefähr war es noch relativ erfolgreich, wenn man eine schnelle CPU hatte, einen Block zu schreiben, kein Problem. Aber Bitcoin ist in der Zeit so bekannt geworden, dass da so viel kam, dass es einfach zu lange dauert. Die Vorgabe, die da kommt, das habe ich eben so ganz schön erzählt. Alle Stunde 6 Blöcke schreiben, also alle 10 Minuten einen Block, ist die Vorgabe. Wenn es darüber geht, wird die Difficulty runtergenommen. Nee. Wenn mehr Blöcke in der Stunde geschrieben werden, wird die Difficulty draufgesetzt. Wenn weniger Blöcke geschrieben, wird die Difficulty nach 2016 Blöcken wieder runtergesetzt. Ist auch schon manchmal vorgekommen, aber das ist selten. Da Bitcoin immer mehr bekannt wird, wollen immer mehr Leute daran teilnehmen. Deswegen wird die Difficulty meistens hochgesetzt. Alle 210.000 Blöcke wird die Belohnung halbiert. Also vor kurzem, Anfang 2013, wurde die Belohnung schon halbiert von 50 auf 25 Bitcoins. Die ersten 3 Jahre von 2009 bis 2013, 4 Jahre und 3,5, gab es eine Belohnung von 50 Bitcoins pro errechneten Block. Jetzt, 2013, wurde sie halbiert. Je nachdem, wie lange es dauert, wird sie halt wieder halbiert und wieder halbiert. Solange bis maximal 21 Millionen Bitcoins erzeugt wurden. Das ist eine fixe Grenze, die im gesamten System aufgeschrieben ist. Mehr als 21 Millionen Bitcoins wird es nie geben in diesem System. Das ist ungefähr der Fall im Jahre 2140. Also wir erleben es nicht mehr, Entschuldigung, aber es ist halt eben vorgesehen. Danach sollten natürlich die Rechner weiter Blöcke erzeugen, damit die Transaktionen weiter in der Blockchain stehen. Deswegen werden danach die Transaktionsgebühren als Belohnung halt eben weiter mit ausgezahlt. Ob das irgendwann nochmal so kommen wird, ist eine andere Sache. Mal sehen, was bis dahin alles ist, das weiß man nie, aber die Theorie dahinter ist so, dass seitdem halt dann der Block berechnet, nur noch die Transaktionsgebühren bekommen. Da Bitcoin bis dorthin erfolgreich sein soll, hofft man, dass man da halt eben Transaktionsgebühren so weit kommt, oder so viel dabei rauskommt, dass die Leute da freiwillig weiterrechnen. Dieses ganze Rechnen, dieses ganze Erzeugen von Bitcoins nennt man Minen, Mining, Minen, also Graben, Schürfen. Früher war es wie gesagt mit CPU only, das ging früher recht gut, heutzutage lohnt sich das nicht mehr. Da kam jemand, der hatte ein paar Algorithmen geschrieben, das auf der Grafikkarte gerechnet. Das ist zurzeit noch so halbwegs rentabel, wenn der Bitcoin-Preis hoch ist, sage ich mal. Die Grafikkarten, gerade die AMD-Grafikkarten, sind da sehr effektiv. Nvidia taugt in dem Sinne gar nichts. Also da kann man das ganze Geld gleich zum Kamin raushauen. Die Grafikkarten sind dort ungefähr 50 bis 200 Mal so gut wie eine CPU. Dann kam jemand, der hat den ganzen Algorithmus auf den FPGA gesetzt. Das war schon bedeutend besser und auch energiesparsamer als die GPU. Und jetzt ganz neu gibt es sogenannte ASICs, also festprogrammierte Hardware, also ein Code in Hardware gegossen. Gibt es im Moment 2 Firmen, die das angeblich herstellen. Eine in China, die hat das sogar schon ein paar verkauft. Und eine Firma in Amerika, die schon seit
warten. Ja, ein halbes Jahr meint, oh, wir sind in 2 Wochen fertig und können die dann verschicken. Und seitdem warten die Leute da drauf. Die sind aber sehr effektiv. Die sind so ungefähr um den Faktor 30 wieder effektiver als eine GPU. Also schon sehr effektiv, wenn die wirklich alle durchkommen. Jeder sowas hat, kann man CPU und GPU alles wegschmeißen. Das lohnt sich denn nicht mehr vom Preis her. Da sich das auch mit den GPUs und so weiter heutzutage ziemlich lange hinzieht, bis man diese Belohnung, bis man einen Block geschrieben hat, gibt es sogenannte Mining Pools, wo sich mehrere Leute zusammen auf einen Rechner einloggen und zusammen an einem Block rechnen. Und das sind so sogenannte Konzentratoren, Mining Pools. Wenn zum Beispiel 50 Leute sagen, wir machen zusammen einen Client, der zusammen an einem Block rechnet und verteilen hinterher die Belohnung, ist das wieder eine ganz nette Geschichte. Das andere Problem dabei ist, diese Konzentration führt dazu, dass zurzeit 6 oder 7 Mining Pools vorhanden sind. Wenn die sich zusammentun, haben sie ungefähr 3/4 der Rechenleistung des gesamten Netzwerks. Könnten also theoretisch jederzeit bestimmen, was, wie, wo, wann in die Blockchain geschrieben wird. Das ist die andere Kehrseite der Medaille, dass sie sehr schnell sehr viel Rechenleistung in diesem Netzwerk haben. Dazu muss ich jetzt anmerken, ich habe geschrieben, dass das doppelte SHA-256-Hashstunden sind. Die sind vollkommen sinnfrei. Also man rechnet da Full Power auf seine GPU, CPU, FPGA. Das Einzige, was gerechnet wird, wird dann auch wieder sofort weggeschmissen. Wichtig ist nur, dass man diesen Block schreiben darf oder nicht. Alles andere ist sinnfrei in dem Sinne. Also man hat eine Grafikkarte, die rechnet da monatelang Full Power irgendwas. Und wenn man Glück hat, kriegt man hinterher so 3, 4, 5 Bitcoins raus, die man zu Geld tauschen kann oder was mit kaufen kann. Aber mehr ist da nicht, außer Werbung. Also man kann ja mal nachrechnen, wie schnell das geht, dass man seinen Strom verbraucht hat oder Stromverbrauch hochgeht. Es ist relativ sinnfrei, teilweise. Wenn man Geld verdienen will, okay, andererseits sinnfreie Rechnung. Es ist nicht wie GTA Home, wo irgendwas Sinnvolles gerechnet wird. Nein, vollkommen, Hauptsache rechnen, Hauptsache soll schwierig sein. Alles andere ist da unsinnig. Hier sieht man mal die Leistung von Bitcoin, wie viel Computerleistung da im Endeffekt drinsteht. Links unten angefangen, Jänner 2009, bei 0,01 Gigahashes die Sekunde vom gesamten Netzwerk. Also Giga, Mega, irgendwie so da, 10.000 Megahashes. Also dann ging es runter, weil Bitcoin war zu dem Zeitpunkt 10 Cent wert, ein Bitcoin oder weniger. Da war es relativ unwichtig oder hat keinen interessiert. Und ja, ist eine nette technische Spielerei, aber was soll das? Deswegen ging die Leistung nach unten. Dann irgendwann, oh, ja, es ist gut, man kann was mit kaufen. Man kann sogar Pizza mitbestellen. Super, ich teste das mal. Dann ging es langsam nach oben. Und dann irgendwann so, habe ich eine Maus? Oh, immer wieder mein Problem. So, ungefähr hier, Oktober 2010, sieht man einen großen Sprung nach oben. Dort kommen die GPU-Miner rein. Also die Grafikkarten, die gerechnet haben. Und seitdem ging es praktisch fast nur steil nach oben in der Rechenleistung, bis zu einem Zeitpunkt, wo hier ungefähr Juli 2011, da wurde dann festgestellt, die Bitcoins sind ungefähr so viel wert, wie ich Strom reinstecke mit der Grafikkarte beim Berechnen. Das lohnt sich ja nicht mehr. Ich steige also gar nicht mehr mit ein. Oder ich habe irgendwo eine Stromquelle, die mir kostenlos Strom liefert. Dann kann man noch einsteigen. Deswegen war das relativ stagnierend. Bis zum Zeitpunkt, wo jetzt so 2013, wo man den kleinen, also nach dem Schluss den kleinen Kniff nach oben sieht, da kommen jetzt die ASICs rein, die wirklich sehr effektiv gegenüber GPUs wieder die SHA-256 rechnen können und deswegen die Leistung wieder lohnenswert nach oben geht. Das ist so ungefähr, also da sieht man so ungefähr die Leistung, wer, was, wie, wann, wo. Und man sieht rechts auch die Difficulty, die angeschrieben steht, von 1, 10, 100.000, 10.000, 100.000. Also, je mehr Rechenleistung da ist, desto mehr Difficulty, desto schwieriger wird es, einen Block zu bekommen. Da sieht man ja so Difficulty-Werte, die auch mit den Logarithmen im Laufe der Zeit. Man sieht mit den ASICs ganz rechts, es steigt ziemlich schnell an. Die sind sehr effektiv. Das zeigt aber auch, dass man mit GPU, mit Grafikkarten zurzeit eigentlich nicht mehr anfangen braucht, weil man hat keine Chance. Das ist, man geht runter. Oder man hat wirklich kostenlosen Strom und jede Menge Zeit und kann das dann ganz gemütlich rechnen lassen und dann nach einem Jahr gucken. Oh, ich habe 5 Bitcoins, juhu. Gucken wir mal, wie viel wert es ist. Wenn man Glück hat, nicht mehr die Grafikkarte wieder raus. Wenn nicht, Pech gehabt. So, wir reden schon die ganze Zeit davon. Bitcoin wurde als virtuelles Geld
entworfen und das Ganze darauf ausgelegt, dass es sicher ist und schnell verteilt werden kann. Und unabhängig von irgendwelchen Banken oder zentralen Regierungen. Das war eigentlich das größte, wichtigste dabei, dass niemand herkommen kann und sagen, ja, ich möchte das jetzt aber verbieten, du Bank, du nimmst das jetzt nicht an. Dadurch, dass es verteilt ist, geht es natürlich relativ einfach, dass man es sichern kann vor anderen, die da sind. Deswegen halt von Anfang an ein unabhängiges Währungssystem. Man muss, okay, das kommt gleich noch, wie gesagt, die Menge an Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen. Danach ist Schluss. Wenn man mehr Bitcoins haben will, geht es nicht, man muss nur kleinere Einheiten machen oder den Wert noch umschrauben. Etwas, was auch wichtig ist, was in letzter Zeit immer wieder in den Schlagzeilen waren, diese Wallet, der private Schlüssel, der darf nicht wegkommen. Wenn der wegkommt, sind sämtliche Bitcoins, die damit verbunden sind, weg. Da sind schon einige tausend Bitcoins irgendwie im Nirvana gelandet, die kriegt man nicht wieder. Die sind weg. Ohne den Schlüssel sind die verloren, sodass im Endeffekt zurzeit nicht 21 Millionen maximal möglich sind, sondern sagen wir mal 20 Millionen, weil diese 1 Million verloren sind und keiner den Schlüssel mehr hat. Heutzutage ist das richtig viel Geld, Pech gehabt, weg ist weg. Andererseits muss man diese Wallet auch entsprechend sichern. Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, den Rechner hackt oder irgendwie Zugang zum Rechner hat, diese Wallet findet und feststellt, da liegen ja 2000 Bitcoins, nehme ich mal mit. Wer die Wallet hat, hat die Bitcoins. Ganz grob am Rande, zurzeit ist ein Bitcoin 90 Euro. Bei 2000 Bitcoins kann man rechnen, was an Geld hintersteckt, wenn man es wechselt. Deswegen sollte man da entsprechend aufpassen, dass es sicher ist. Den Wert, wie gesagt, zurzeit 90 Euro, hängt einzig und allein vom Vertrauen der Leute in diese Währung, also in dieses Bitcoin-System ab. Da ist nichts dahinter, ein Gold gesichert, gar nichts. Nur das, was die Leute meinen, was Bitcoin wert ist, entsprechenden Wert kann man dafür bezahlen oder verlangen. Da gibt es im Moment verschiedene Börsen oder verschiedene Tauschplattformen im Internet, wo man Minuten, tagesaktuelle Werte bekommt und entsprechenden Preis kaufen kann. Ich werde dir gleich noch einen Graph zeigen, wie das ist. Der geht auf und nieder, das kann sich innerhalb von 2 Tagen von 200 Euro auf 40 Euro wieder wechseln. Das ist normal bei Bitcoin, damit muss man rechnen. Da hängt aber auch wirklich keine Firma, in dem Sinne keine Firma, keine Privatperson, nichts hinter, nur das Vertrauen der Leute darin. Am Anfang konnte man ohne Probleme Waren, Services, was heißt ohne Probleme, relativ schwierig, weil es relativ wenig genutzt haben, aber man konnte halt den Waren und Services für Bitcoin bekommen. Am Anfang, als das erste aufkam, eine Pizza vom Lieferdienst in Amerika, hat 20.000 Bitcoins gekostet. Der Bitcoin war zu dem Zeitpunkt also 1 Cent oder so wert, das war relativ wenig. Aber man konnte sagen, okay, ich überweise jetzt 20.000 Bitcoins, ich kriege eine Pizza in 2 Stunden. Super! Heutzutage kann man da viel mehr mitkaufen, man kann Server mitmieten, man kann über Amazon, über einen Händzwischenhändler bei Amazon Waren kaufen. Das Bitcoin ist dafür eigentlich ausgelegt gewesen, dass man es wirklich als Währung nutzt, was man kaufen kann, tauschen kann. Dafür ist es gedacht. Aber inzwischen gibt es wirklich diese Tauschbörsen, diese Wechselstufen im Internet, die später aufkommen, wie MTGOX oder Bitcoin24 oder Bitcoin.de. Entschuldigung. Dort kann man halt den Bitcoins gegen der Geld tauschen, weil es am Anfang relativ schwierig war, Bitcoins wirklich zu bekommen oder zu kaufen von irgendwem. Nach dem Motto, ich habe keine CPU, keine Grafikkarte, ich brauche einfach 20 Bitcoins, wo kriege ich die her? Dann hat sich diese Wechselstufe, diese Tauschplattform halt im Internet etabliert, wo man dann das Geld überwiesen hat und relativ kurze Zeit später Bitcoins verkaufen konnte. Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt, dass wirklich Bitcoin in letzter Zeit eine Trading-Plattform, also nach dem Motto, jetzt habe ich 100 Euro, ich kaufe jetzt mal für 40 Euro, warte bis es auf 50 Euro gestiegen ist und verkaufe dann plötzlich mehr Bitcoins. Die kann ich wieder verkaufen für 60 Euro und habe Gewinn gemacht. Das ist in letzter Zeit ziemlich hochgekommen, aber dadurch, dass es die Gewinnschwankungen, also die Schwankungen des Währungskurses gibt, ist das ein Problem, dass man auch jede Menge Geld mal verlieren kann. Die Enthusiasten, die Fanatiker, sage ich mal, hinter dem System, die sagen, diese ganzen Tauschplattformen gehören alle sofort geschlossen, das ist nicht Bitcoin. Bitcoin ist in dem Sinne nur kaufen, verkaufen, tauschen. Mehr nicht. Also Bitcoin, ja, das ist die soziale Aspekte dahinter, kommen wir später ein bisschen dahinter dazu. Wie gesagt, derzeitiger Wert heute war um die 90, 91 Euro, schwankt ein bisschen. Vor 2 Wochen stand er bei 200 Euro, ist eingebrochen. Die kleinste Einheit bei Bitcoin, die es im ganzen System gibt, ist
0,00000001 Bitcoin, also 8 Stellen hinter Komma. Da kann man den Wert wirklich noch relativ gut auskitzeln. Also sagen wir mal, ein Bitcoin kann bis 1 Million Euro wert sein, irgendwann, theoretisch. Ob es so viel kommt, hängt einzig allein von Leuten ab, die bereit sind, Geld dafür zahlen oder nicht. Aber man könnte theoretisch in diesen Einheiten halt eben bezahlen und überweisen, transferieren. Da steckt auch höher Potenzial nach oben drin. Hier sieht man mal den Tauschkurs von MTGOX in Euro. Hier unten im September sieht man, dass er, ja, also wenn das hier die 20 Euro, 10 Euro, mal von 10 Euro, dann hat er so bei 5, 1 Euro rumgedümpelt. Hier war denn letztes Jahr relativer Kursanstieg auf 40, 50 Euro, wo alle dachten, super, jetzt ist Bitcoin endlich was wert. Hintergrund, dort gab es die sogenannte Tor-Webseite Silk Road. Dort konnte man Drogen kaufen, aber nur in Bitcoin. Kurze Zeit später, FBI macht die Seite zu, ist wieder nichts wert. Wen wundert? Dann hat er immer ein bisschen gespannt und jetzt Anfang des Jahres aus irgendwelchen Gründen war so bei 10, 15 Euro. Dann hat sich die Belohnung auf 25 Bitcoins halbiert und dann gab es die ganze Euro-Schwäche. Die ganze Zypern-Geschichte ging los und der Bitcoin-Preis ist wirklich nach oben geschossen. März, Anfang April, sage ich mal, er stand hier relativ kurzfristig bei 80, 90 Euro und innerhalb von einer Woche ging er von 100 Euro auf 200 Euro rauf. Und er eines Tages runter auf 40. Das war vor anderthalb Wochen, den Mittwoch. Und jetzt steht er wieder so knapp bei 90. Also man merkt, das ganze System ist wirklich sehr schwankungshaft. Und wenn man Glück hat, kann man Geld mitmachen. Allein dadurch, dass man ein paar Bitcoins kauft und verkauft zur richtigen Zeit. Dann sollte man es aber bitte so machen, wie ich es nicht mache. Ich habe festgestellt, ich bin das beste Bitcoin, der Orakel. Wenn ich Bitcoins kaufe, müsst ihr verkaufen. Und andersrum. Allerdings muss ich dazu hinweisen, auch wenn ich schon ein, zwei Grafikkarten gekauft habe und rechnen lassen habe, ich habe bisher keinen Verlust gemacht. Ich bin immer noch bei Plus rausgekommen. Und ich muss sagen, auch dazu offen und ehrlich, Bitcoin ist für mich eine Methode, einigermaßen ein wenig Zubrot zu verdienen. Unter dem Aspekt, dass ich natürlich jede Menge Wärme habe und jede Menge Strom verbrauche. Man kann mich jetzt als Umweltverschmutzer hinstellen. Gut, nehme ich, akzeptiere ich. Aber ich habe jetzt festgestellt in letzter Zeit, dass es inzwischen wirklich angenehmer ist, mit Bitcoin zu handeln auf diesen Trading-Plattformen, als selber zu erzeugen, weil es einfach viel mehr Gewinn abbringen kann. Man muss nur aufpassen, dass man im richtigen Moment Stopp sagt, sonst hat man halt eben auch schnell, also man ist relativ schnell dabei, dass man 23.000, 30.000 Euro verloren hat, weil man meint, ja 100 Bitcoins ist ja nicht viel. Machen wir doch einfach mal. Und plötzlich sind da 20.000 Bitcoins im Wert, 20.000 Euro im Wert weg. Kann passieren, muss man vorher mit wissen. Muss jeder selber machen. So, nach der Nutzung als Geld gibt es jetzt auch andere Nutzung für Bitcoins. Weil es ist ja eine verteilte Datenbank, jeder hat das, es ist abgesichert, da gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten. Das bedeutet in dem Sinne, dass man nur die Blockchain, die man nutzt, austauschen muss gegen eine andere. Also zum Beispiel, es gibt eine Blockchain für Bitcoin als Geld, da sagt man ganz einfach, okay, die 20 Clients, die es da gibt, nutzen jetzt eine andere Blockchain namens XYZ. Machen wir damit was anderes. Zum Beispiel gibt es die Litecoins, was auch wieder eine Geldnutzung ist. Dort werden allerdings die Verifikationen gekürzt, so dass alle zwei Blöcke werden die Transaktionen gutgeschrieben. Nicht mehr alle sechs, sondern alle zwei Blöcke. Die sind zurzeit noch so um die 30, 40 Cent wert pro Litecoin. Und da steckt noch nicht so viel Rechenpower hinter, also da könnte man mit der Grafikkarte noch richtig was machen. Man muss nur daran glauben, dass man was gewinnt oder nicht. Das ist immer so die Geschichte dahinter. Dann gibt es Namecoins, wo ein DNS-System mit dem Bitcoin-System aufgezogen ist, wo halt signiert wird und so weiter und so fort. Und nach einer gewissen Anzahl von Blöcken verfällt der DNS-Eintrag wieder. Man muss wieder entweder erneuern oder wieder neu erstellen. Und dann gibt es das System Bitmail, was relativ neu ist, die E-Mails in diesen Blöcken speichern. Das hört sich toll an. Aber wie gesagt, je mehr es genutzt wird, desto größer wird die Blockchain und irgendwann hat man da plötzlich einen 20 Gigabyte File von Blockchain und hat da zwei E-Mails für sich selber drin. Da frage ich mich warum. Aber wenn es jemand nutzen möchte, bitte. Also die Möglichkeiten sind da. Ja, Zeit habe ich, da habe ich mehr als genug, weil wir sind gleich durch. Kommen wir jetzt nur mal auf die Probleme zu sprechen. Nachdem wir jetzt so ganz grob gehabt haben, was ist die Technik und alles Mögliche.
Wie schon angesprochen, die Sicherheit auf den Wert eines Bitcoins ist nicht gegeben. Innerhalb eines Tages kann der Bitcoin-Preis auch von 200 auf 40 Euro oder auf 1 Euro einspringen. Hat man Pech gehabt. Weg ist weg. Dieses Mining braucht viel Power, also Strom, wird ja jede Menge verheizt in Wärme und in Goodwill, je nachdem wie man will. Es ist keine offizielle Fiat-Währung. Keine Bank, kein Staat erkennt Bitcoin an. Zurzeit. Also Amerika hat es in dem Sinne so weit anerkannt, dass es unter das Geldwäschegesetz fällt. Klar, Steuern oder böse Sachen, Geld nehme ich mit, aber ich erkenne es nicht an, dass ich irgendwie Geld bezahlen muss oder irgendwie als Währungssystem anerkennen muss. Deswegen muss man da ein bisschen mit aufpassen. Diese Tauschkurse im Internet, dieses MTGOX ist so weit, dass jeder, der Geld einzahlt, wird verifiziert mit Ausweis und irgendwie Stromrechnung oder ähnliches. Damit die genau nachvollziehen können, der hat uns Geld gesendet, das ist keine Geldwäsche. Andere Tauschplattformen, zum Beispiel Bitcoin24, haben das nicht gemacht. Die sind jetzt erstmal geschlossen, weil Deutschland meinte, da wird Geld gewaschen. Wen wundert's? Und das ist ein kleines Problem. Also ich habe da persönlich so um die 50 Bitcoins noch liegen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Andere haben da wohl ein bisschen mehr liegen, so um die 50, 60, 100.000 Euro. Keine Ahnung, was dabei rumkommt. Also es ist wirklich nicht anerkannt und diese Tauschplattformen, MTGOX nehme ich ein bisschen aus, weil die wirklich verifiziert sind, ein bisschen Geld dahinter steckt und das auch in den letzten zwei Jahren soweit alles problemlosfrei gelaufen ist, dass die wirklich, da habe ich Vertrauen drin, sage ich mal. Aber alle anderen sind so ein bisschen Halbseiten. Die können also wirklich jederzeit geschlossen werden und dann hat man sein Geld, was da liegt, weg. Also das ist so ein bisschen, man hat auch in dem Sinne rechtlich kaum einen Anspruch drauf. Weil gerade Bitcoins ist ja auch eine virtuelle Währung. Was macht denn das Gesetz damit? Virtuelle Elemente, was waren das? Ja, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Auch ist ja irgendwie nur eine Datei, naja, ist ja nichts wert, lassen wir mal weg. Anzeige nicht angenommen oder so. Also das ist ein Graubereich. Vorsichtig, 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 sage ich mal. Entweder man kann mitspielen, man hat es über, ist okay. Wenn man darauf angewiesen ist, hat man ein Problem. Aus meiner Sicht. Bitcoin könnte theoretisch jederzeit verboten werden. Hört sich jetzt sehr theoretisch an. Praktisch, sage ich mal, ist es wie mit sämtlichen Verschlüsselungstechniken. Der Staat kann es verbieten und wenn er will, kann er das auch durchsetzen. Es hört sich blöde an, aber der Iran und andere Staaten haben es auch geschafft, dass SSL und so weiter mehr oder weniger geblockt wird und nicht durchkommt. So könnte man das mit Bitcoin auch machen. Man mag anmerken, dass Iran kein Rechtsstaat ist, dies und das und jenes. Will ich mich nicht mal aussetzen. Die Möglichkeiten sind da. Ob es so passiert, ist unwahrscheinlich. Es könnte. Wie schon gesagt, die steuerrechtliche Grauzone ist da, denn bisher ist es so, dass man Bitcoin die Gewinne ein theoretisch versteuern müsste, aber die Verluste kann man steuerlich nicht absetzen. Das ist auch so ein Problem, welches auftaucht, das natürlich wieder so halb anerkannt ist, aber noch nicht ganz. Wie schon gesagt, die Wallet muss abgesichert sein, sonst Wallet weg, Geld weg, Bitcoin weg, Pech gehabt. Das allergrößte Problem aus meiner Sicht, die Netzwerkrechenleistung, wer mehr als die Hälfte hat, kontrolliert die Blockchain und somit auch, wer Blöcke reinschreiben darf und welche Transaktionen mit aufgenommen werden. Das ist gerade in Hinsicht auf die Mining-Pools, wenn man so zwei, drei Mining-Pools zusammentut, könnte man auf 50% der Rechenleistung kommen. Wenn sich da drei Leute zusammentun, ist das ganze System sozusagen geknackt und mehr unsicher. Oder wenn das FBI, NSA oder sowas kommen sollte, die haben relativ viel Rechenpower, das geht relativ schnell, dass sie was haben. Sie bräuchten ja zurzeit theoretisch nur so ein ASIC nehmen und den davon, sagen wir 1000 Kisten herstellen, haben sie eine Rechenpower über die Hälfte des Netzwerkes. Das geht relativ schnell, theoretisch gesehen. Praktisch gesehen weiß man es nicht, was da passiert, muss man abwarten. Dadurch, dass die Clients die ganze Blockchain haben müssen, ist natürlich ein Problem, dass viele Leute das nicht haben oder das mobil haben wollen. Darum gibt es viele Online-Dienste, die einen Namen haben, die eine Wallet haben und da kann man mit seinen Bitcoins deponieren unter Username und Passwort und jederzeit online mit agieren. Ist ein Problem, weil natürlich Online-Server sind ja genauso sicher wie die kleinen daheim. Das weiß man ja. Und dementsprechend können relativ schnell von diesen Servern auch irgendwelche Bitcoins oder irgendwelche Dateien geklaut werden. Da sind in letzter Zeit häufiger vorgekommen, dass zum Beispiel eine dieser Tauschplattformen selber nicht gehackt wurde, aber der Serveranbieter, wo der Tauschplattform als Service drauf läuft, wurde gehackt.
Und über den Serviceanbieter wurde auf die Festplatten zugegriffen und die Wallet rausgenommen. So hat jemand 26.000 Bitcoins mal so eben relativ einfach bekommen und Geld verdient. Und die ganzen User, die Bitcoins in der Tauschplattform hatten, sind leer ausgegangen. Ja, sowas passiert mal, da muss man aufpassen. Oder aber es gab die Webseite, die in einem JavaScript den Mining-Prozess gestartet haben, sodass ein Botnetzwerk erstellt wurde. Jeder, der die Webseite aufgerufen hat, hat praktisch für einen Bitcoin-User Bitcoins gerechnet. Gab es alles. Inzwischen gibt es die Hacker und die Viren und Scammer, die da jede Menge machen. Es gab auch jetzt in letzter Zeit auf Bitcoin 24 auf der Tauschplattform Server-Side-Script, beziehungsweise eine Attacke, die einen Link geschickt haben, die ein Skript gestartet haben, die automatisch von der Plattform, die Bitcoins auf dem Konto sind, auf eine bestimmte Adresse überwiesen haben. Mit diesen Java-Exploits und so weiter ist das relativ einfach machbar gewesen. Da muss man halt eben auch ein bisschen aufpassen. Das alles, was online geschieht, ist unsicher. Und gerade bei Bitcoin, wo es also auf die 200 Euro zugegangen ist, da steckt Geld hinter, und zwar richtig viel Geld. Und da will natürlich jeder irgendwie seinen Kuchen für abhaben, ohne dass er das tun muss. Und gerade da wird natürlich entsprechend viel angegriffen und gemacht und getan und so weiter. Und somit sind wir schon auf der letzten Seite angekommen. Kann sich jeder mal gucken, was es ist. Bitcoin.org ist die Webseite. Vorsicht, der Link zum Download ist sehr gut versteckt. Aber da sind eigentlich sämtliche Sachen, wichtige Sachen notiert. MTGOX ist die eine Plattform. Ich sehe gerade dieser Punkt, bei Bitcoin 24 gehört da weg. Allerdings ist die Plattform zurzeit eh geschlossen, weil die Bankkonten konfisziert wurden. Bitcoin Talk ist das große Forum, wo praktisch alles weltweit geschrieben und getan wird. Da steht sehr viel Mist drin und sehr viel Scammer. Da muss man aufpassen. Das Beste war, fällt mir gerade ein, UserPirat42 hat angeboten, Leute, ich verkaufe hier Aktienoptionen auf Bitcoin. Wer bei mir eine Aktienoption für 100 Dollar kauft, nee, 100 Bitcoin kauft, kriegt innerhalb eines halben Jahres 7% Zinsen. Nun, das erste halbe Jahr ging es gut. Plötzlich war der User weg. Mit ja, so gute 30.000 Bitcoins. Leute, die 7% Zinsen haben wollen, haben Pech gehabt in dem Moment. Also das wurde da groß diskutiert und man kann, also diese Transaktion steht in der Blockchain drin. Man kann wissen, welche ID, also welche private Public ID, wie viel Bitcoins bekommen hat. Man kriegt aber nicht raus, welche IP dahinter steckt. Dementsprechend kann man mit Bitcoin relativ viel Glück haben, dass man nicht erwischt wird. Wenn man aber Pech, also man muss schon über Tor gehen, damit es recht sicher ist, weil man natürlich von jeder Wallet, also jedem privaten Key nachvollziehen kann, wie viel Bitcoin dort gelandet sind, wie viel man dort auf welchem Konto wieder gesendet wurde. Wenn man nun die Arbeit macht und sämtliche, die ganze Blockchain von unten nach oben oder von ganz unten nach ganz oben, wie man will, nachvollzieht, weiß man, welche Wallet, welche private Key, wie viel Bitcoins hat. Dann kann man dann entsprechend auch bei jeder Aktion, die man machen will, kontrollieren, ist das eine Wallet, die bekannt ist, also ist ein privater Key, der bekannt ist für illegale Aktivitäten oder nicht, und entsprechend die Aktion akzeptieren oder nicht. Das Problem ist nur, es wird schwierig, wenn die über 50 verschiedene Stationen gehen, das alles nachzuvollziehen. Theoretisch ist es möglich, praktisch relativ schwer. Deswegen ist das Ganze natürlich auch beliebt bei den Geldwäschern. Das habe ich jetzt hier in dem ganzen Vortrag eher wenig erwähnt. Aus meiner Sicht ist es nicht anonym. Viele Leute meinen, es ist anonym, aber es ist so ein Ding dazwischen. Da sollte man ja entsprechend darauf achten, dass man natürlich mit seiner Wallet-ID und mit seiner Absenderadresse natürlich bekannt ist und ungefähr weiß, welche Bitcoins wohin gehen. Und wenn man Pech hat und seine Wallet-ID ist als böse oder als Geldwäscher gebrannt mag, kann es passieren, dass man damit nirgends mehr Geld los wird oder Bitcoins los wird. Beziehungsweise Bitcoins los wird, aber kein Geld mehr bekommt. Muss man mit rechnen. Bitcoin-Sieber.de sind einfach die Graphen über die vom Netzwerk. Da werde ich gleich noch ein, zwei Sachen zeigen. Und da gibt es noch viele weitere. Wollen wir mal schauen. Kurz wechseln. Na, hier haben wir die Graphen von Bitcoin-Sieber.de. Gehen wir mal ganz nach oben. Die Total Computation Speed, da sieht man natürlich die ASICs kamen und es ging nach oben raus. Die Leistung.
hier ein bisschen aufgedröselt nach letzten Tag. Da sieht man hier, dass die Leistung ziemlich stark hochging und das Rot ist die Difficulty. Als die Essex kam, ging es ziemlich schnell nach oben. Je höher das ist, desto weniger Belohnung bekommt man. Also man kann sich zum Beispiel heutzutage eine 7970, glaube ich, ist das die AMD, die letzte größte Grafikkarte, für 400 Euro kaufen, hinsetzen, rechnen lassen. Nach einem Monat kriegt man ungefähr einen Bitcoin raus, was zurzeit 90 Euro sind. Davon hat man ungefähr die Hälfte an Stromkosten bei 300 Watt, die andere Hälfte muss die Grafikkarte abbezahlen. 400 Euro, 50 Euro, das heißt nach 8 Monaten ist man plus minus null, wenn die Difficulty gleich bleibt. Wenn es allerdings so wie hier steigt, muss man mindestens ein Jahr rechnen nach Stromkosten, Grafikkartenkosten und so weiter, bis man bei null ist. Und wer möchte seine Grafikkarte ein Jahr lang 100% Dauerlast laufen lassen? So viel zum Thema Rechenleistung und Arbeitsleistung. Und wenn die Difficulty weiter so stark steigt, sind es irgendwann zwei oder drei Jahre und dann macht das Ganze keinen Sinn mehr. Dann macht einfach nur Abwärme. Gut, im Winter kann man mit heizen, aber das ist, im Sommer ist es sehr sinnfrei. Hier sieht man so die letzten paar Tage, das ist klar. Hier sieht man nochmal die komplette Leistung, den Graph, den wir hatten, noch ein bisschen weiter aufgedröselt. Mit Plus, Minus, das geht so. Hier sieht man jetzt den Graphen von MTGOX, Euro gegen Bitcoin. Da sieht man sehr schön halt den Absturz von den 200er runter auf 40 und halt den jetzt ein bisschen weiter runter, jetzt geht es wieder rauf. Davor ja war es relativ stabil, bis halt Anfang des Jahres, dann ging es nach oben. Wenn man im Jänner Geld über Bitcoins gekauft hätte und dort verkauft hätte, hätte man Glück gehabt. Sven? Ja, hätte man. Genau, hätte Fahrradkette. Hat man so gehört, die Tage. Und dort ist hier Bitcoin, MTGOX, wie man sieht. Links oben steht der Preis derzeit angeschrieben. Höchstwert, niedrigster Wert, wie viel getauscht wurde. Und da kann man sich theoretisch ein Konto holen und entsprechend tauschen, wenn man will. Man kann das Geld sich hinterher auch überweisen lassen aufs Konto. Das wäre denn erstmal soweit. Das wäre alles, was ich vorbereitet habe. Ich sehe, wir sind einigermaßen in der Zeit. Gibt es Fragen? Sicherlich. Es ist so geregelt, dass es alle 10 Minuten ein Block gerechnet wird. Es sollte alle 10 Minuten ein Block gerechnet werden. Ja. Allerdings, wenn die Rechenleistung in der kurzen Zeit sehr stark hochgeht, ist die Zeit kürzer, bei 4, 5 oder 6 Minuten im Schnitt. Und das bedeutet, dass nicht nach 2016 Blöcken wird die Difficulty neu berechnet, aber bis dorthin ist die Difficulty fest. Das heißt, es passiert relativ schnell, dass 2016 Blöcke durch sind. Aber danach geht die Difficulty relativ schnell wieder nach oben, damit wir bei alle 10 Minuten rein sollte. Okay, aber es regelt sich dann irgendwann wieder um 10 Minuten pro Block. Gibt es 500 Transaktionen? Maximal. Maximal. Das heißt, die 500 Transaktionen alle 10 Minuten. Ja. Was ist, wenn es irgendwann einmal eine Anforderung gibt, dass es mehr Transaktionen? Da muss man die Blockgröße größer machen, da muss man das Protokoll ändern. Ja, aber das ist nicht vorgesehen, oder? Es ist in dem Sinne vom Protokoll am Anfang nicht vorgesehen, aber es gab in letzter Zeit schon diverse Änderungen am Protokoll, die einen neuen Client erforderlich machten. Die praktisch sämtliche Clients gesagt haben, jetzt musst du updaten oder deine Blockchain ist nicht mehr valid. Und wer bestimmt das, was? Das ist denn die Entwicklergruppe hinter Bitcoin. Da ist inzwischen so zwei, drei Leute und entsprechend das IRC, der IRC-Channel dazu. Dazu muss man auch wissen, dass Bitcoin kommt aus einem theoretischen Paper irgendeines anonymen Users, der einfach nur ein Synonym hatte. Das Paper war sehr theoretisch und sehr schwierig geschrieben, dass kaum einer verstanden hatte, bis ein halbes Jahr später plötzlich Bitcoin als Software da war und es funktioniert hat und hier, oh toll, können wir ja mal machen. Und dementsprechend wächst das langsam nach und nach. Aber da gibt es halt ein paar Entwickler, die entschließen sich dazu. Genauso war vor kurzem, dieses Jahr am Anfang, die Blockchain hatte plötzlich einen Split, dass plötzlich die verschiedenen Rechner, verschiedene Clients an verschiedenen Blockchains gerechnet haben. Es war ein Fehler im Programm, welches auf die Datenbanknutzung der Blockchain zurückzuführen war, dass eine gewisse Größe überschritten wurde. Und da haben sich die Leute zusammengetan und gesagt, okay, ihr drei Miner und wir fünf Entwickler, wir setzen jetzt diese Blockchain als valid ein und der Rest interessiert uns nicht mehr. Wie gesagt, 50% des Netzwerks sind gut. Und wieder zurück auf den Punkt, man muss Vertrauen haben.
Aber zu dem Zeitpunkt war es kein Problem, weil es wirklich die wenigsten mit der falschen Blockchain gerechnet haben, weil das der allerneueste Client war, der ein Problem hatte mit der Größe der Blöcke. Aber im Endeffekt, man ist dagegen nicht gefeit. Das ist das, was ich halt eben meine. Es ist komplett unsicher. Man kann viel mitmachen, man kann viel mit verlieren. Ende. Keine Fragen mehr? Schön, dass du das siehst.